So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Wolfenstein The New Order. Hey Mädel, pass auf, wo du damit hinzeigst. Das könnte wehtun. Zwischen der und der letzten Aufnahmesession sind schon wieder ein paar Tage vergangen. Ich hoffe mal, dass es vielleicht ein paar Patches gab, um das Ganze ein bisschen flüssiger zu gestalten. Ich befürchte persönlich allerdings, dass das nicht der Fall ist. Oh, guck mal, es sind ein paar Generäle. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Heimlich, still und leise. Okay, da will ich aber nicht lang. Ja, das hier war doch irgendwo. Hallo? Ach so, nur das Messer. Naja, gut, dann eben mit dem Messer. Was soll's. Komm ich auch mit klar. Okay, da haben wir doch die Knarre. Mit der Knief, mit dem Schalldämpfer drauf, genau. Schön, schön, schön. Lass mich mal ganz kurz was nachschauen. Ich glaube, bei J war das, oder? Vorteile. Müssen wir mal gucken, wegen der Heimlichkeit, was wir denn noch so alles machen müssen. Also, wir müssen mit Messerwurf töten. Keine Ahnung, was müssen wir hier machen? Mit der schallgedämpften Persöne. Persöne mit der schallgedämpften Pistole. Was kriegen wir das für? Das ist alles nicht so geil von den... Ah, hier, durch heimliche Angriffe getötete Kommandanten. Na gut, das kriegen wir dann, wenn wir jetzt einen noch töten. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ich wäre fast mal für die Messerwürfe. Wie geht das? Ich glaube, ich habe keine Messer zum Werfen. Das heißt, mir bleibt nichts anderes übrig, als es... Mit le Pistole... Mit le Pistole zu machen. Okay. Das war kein Kommandant. No Kommandante. Ein Wurfmesser haben wir da auch leider nicht bekommen. Da war ein Kommandant. Speer 2. Ist hier noch irgendwo jemand? Nicht, dass die auf komische Ideen kommen. Kommandanten werden auf der Karte angezeigt. Na guckt mal, da haben wir ja einen Kommandanten. Und Geheimnisse werden uns auch angezeigt. Jetzt müssen wir nur die Karte finden. Machen wir mal hier erst auf. Hallo? Wie ging das? Ich muss die linke Maustaste gedrückt halten, genau. Da. Sehr schön. Nein, das sollst du ruhig drauf lassen. Ich wollte mich nur ein bisschen ducken. Mehr wollte ich nicht machen. Okay. Keiner drin. Guck mal, wir haben Löffel aufgehoben. Tesla-Granaten. Sieht aus wie ein Löffel. Bisschen Rüstung. Haben wir hier noch so? Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, dass Steuerung die Duck-Taste ist. Ich bin es einfach gewohnt, dass C ducken ist. So, dann schauen wir mal ums Gadget. Okay, hier ist jetzt nichts mehr drin. Machen wir hier auf. Na, wo ist der Pfeil? Da ist der Pfeil. Hey, komm wieder zurück. Da. Sehr schön. Da liegt unser Kommandant, der kann uns also sonst wie egal sein. Da drüben turnt einer rum. Ich weiß nicht, ob wir den treffen. Auf die Entfernung. Ist schon ein bisschen weit. Muss man so schon mal sagen. Guck mal, in dem Haus ist irgendwas. Signal entdeckt, 49 Meter. Kann ich hier drüber? Joa. Komm, wir machen mal ein paar Melonen platt. Ja, hier alles eintöten. Oh, noch ein Enigma-Code-Fragment. Ich finde es so genial, wie heutzutage in den Spielen die Sachen einfach so geil sind. Okay, wir haben Wurfmesser. Ich frage mich jetzt nur gerade. Okay. Okay, da unten turnt einer rum. Da oben ist einer. Und wo ist der Kommandant?
Der ist auch da, aber hier in dem Haus ist noch irgendwas, so ich das sehe. Schnierlis zielen. Also irgendwas ist ja noch laut Karte. Kommen wir nicht rein, ne? Ja, 60 Kugeln. Wo waren die 60 Kugeln? Schwere Munition. Komm. Wir spielen Wolfensteiner Stealth-Spiel. Oh, goldenes Ei. Super. Ah, jetzt haben wir hier alles eingetötet. Dann können wir in die Richtung weiterlaufen. Ich finde es ganz angenehm, wenn man sich ein bisschen lang schleicht. Solange wir nicht entdeckt werden. Das hat schon seine Vorteile. Würde ich jetzt mal meinen. Oh nein, die Performance ist immer noch nicht viel besser. Leider. Der ist doch bestimmt irgendwo da drin. Da ist doch bestimmt einer drin. Dann kannst du mir noch erzählen, was da ist. Messer, Rüstung. Jetzt bestimmt auch irgendwie Briefe oder sowas, die wir noch eintöten können. Aber ich würde jetzt gerne... eigentlich ganz gerne erstmal gucken, ob hier nicht noch einer drin ist. Weil bevor ich jetzt hier anfange rumzuturnen... und dann kommt mir auf einmal irgend so ein Kommandant in die Quere und meint, ach ja, hey, ich könnte dir mal schön in den Rücken springen. Denke ich mir, wäre es vielleicht geiler. Was sagt denn die Karte? Ja, die Karte sagt, hier ist noch ganz viel drin, aber die sagt auch, dass hier oben der Kommandant ist. Okay. Gucken wir mal, vielleicht können wir ihn ein Messer werfen. Ah, guck mal, da vorne ist er. Ist hier noch jemand? Nee. Okay, wir merken uns, Messer haben eine sehr ballistische Flugbahn in Wolfenstein und sie töten trotzdem mit einem... sie töten trotzdem instant, wenn man sie ins Bein bekommt. Das ist sehr reichlich dämlich. So, warte mal, ich will mal... ich habe doch bestimmt jetzt zwei Kniften, oder? Genau, sind die beide durchgeladen? Na, dann passt es ja. Gut, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Was haben wir denn hier noch? Da sind noch ein paar Sachen hier irgendwo versteckt. Entweder unten oder auch hier oben. Also da haben wir schon mal das erste. Hey you. Come out, wherever you are. Okay, hier drüben irgendwo. Ist ja auch überhaupt nicht dunkel, ne? Ist ja nicht so, als würde man nichts sehen. Irgendwas unter den Betten oder so? Sag mal. Sag mal. Wie soll man denn da irgendwas sehen? Ich dreh gleich die Gamma hoch, sag mal, es geht los. Was haben wir hier? Ich frag mich halt, was auch das da ist. Vielleicht müssen wir einfach noch ein bisschen höher. Vielleicht ist das draußen. Oben draußen. Das wäre natürlich möglich. Sag mal, wie oft mussten wir eigentlich deine Waffe kontrollieren? Bisschen nervig, wenn ich das mal so anmerken darf. Limit erreicht. Was steht denn hier rum? Scharfschützengewehr. Schick. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ein Scharfschützengewehr so funktioniert. Aha. Aha, aha, aha. Ist aber immer noch alles da. Ah.
Lagerkommandantin plant einen neuen Steinbruch. Zagreb, 9. Oktober 1960. Nach der Entdeckung weiterer Kalksteinvorkommen in der Nähe des Lagers Selo gab Irene Engel, die Kommandantin von Selo, Pläne zur Errichtung eines zweiten Lagers bekannt. Da Kalkstein ein sehr wichtiger Bestandteil der Herstellung von Superbeton ist, mit dem wir unsere neuen Welt erbauten, wird dieser Steinbruch sicherstellen, dass unser Volk sich noch schneller an weiteren Orten auf der Welt ansiedeln kann, teilte Kommandantin Engel heute der Pressevertreter mit. Nein, das war aber nicht das, ne? Nee, das war das nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Ah. Es blinkt ja auch nicht hell, gell? Sicherheitskarte des Lagers. Okay, aber ich weiß immer noch nicht, was ich hier machen soll. Was zum Teufel soll ich denn hier machen? Guck mal. Sag das doch gleich, dass ich den Leuten in den Kopf schießen muss und dann ist die Sache geritzt. Kann ich ja nicht riechen. Aber ich glaube, ganz ehrlich... Ach nee, da komme ich nicht durch. Zumindest noch nicht. Wahrscheinlich. Ziemlich sicher. Lass mich mal... Scharfschützengewehr. Welche Taste bist denn du? Warte mal. Bist du 5? Ja, du bist tatsächlich 5. Kann man da noch ranzoomen? Irgendwie Feuermodus oder so? Ne. Ja, aber sonderlich stark zoomst du jetzt nicht, wenn ich das mal so anmerken darf. Warte mal, das stand doch hier irgendwie. Tutorial, schaffst du ein Gewehr? Drücke mal so einen Zoom. Ja, ne. Okay. Dann bleibe ich hierbei. Ne. Hierbei. Und wir gucken mal ganz kurz noch was. Was habe ich denn jetzt alles freigeschaltet? Ah ja, okay. Mit dem Schaden mit Pistolen mit Schalldämpfer. Ja, schalte die Regeneration von Gesundheit durch Überwältigen frei. Gesundheit wird bis zur malen Gesundheitskarte aufgeführt. Überwältigt heimlich mit überladener Gesundheit. Das ist ja voll anstrengend. Soldaten, Kampfhunde. Ja, Messer werfen halt, ne? Ja, gut, was soll's. Okay, ich habe das Gefühl, das wird jetzt interessant, mindestens. Guter Schuss für eine Dame ihres Alters. Hat jemand umgebracht? Sag das doch gleich. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin... Hä? Okay, ich versteh's. Wow. Gibt's noch? Hammer sind noch alle! Ich zeig euch jetzt mal, wie das läuft. Wo war denn hier Medischock? Okay, ich würde sagen, sie wissen, dass wir da sind. Das heißt, das mit der Heimlichtuerei können wir uns jetzt auch erstmal wieder sparen. Allerdings würde ich mir gerne meine Messer wieder einsammeln. Ja, genau, das ist schön. Drei Messer. Was haben wir denn hier? Karte. Gut. Enigma Code Fragment. Die Frage ist ja jetzt, wo müssen wir hin? Nach oben, ha? Ich bin ja mal stark dafür, erstmal da drüben hochzugehen, wo wir jetzt die Schlösserknacktür aufgemacht haben. Ach nein, da geht's nach unten.
Müssen wir denn nach unten? 0, minus 1. Ja, wir müssen nach minus 1. Aber in 1 und 2 gibt es auch noch Sachen. Gehen wir mal 1 und 2. Gucken wir mal, was da oben los ist. Was ist da los? Ich glaube, die wissen auch schon, dass wir da sind. Ich glaube, mit Anschleichen ist hier jetzt auch nicht mehr. Oder? What the fuck? Was haben die Deppen jetzt gemacht? Wir haben irgendwas Komisches gemacht, wenn ich das mal so anmerken darf. Okay. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Was gibt's hier? Hm. Ein Terrorist, wollt ihr mich verarschen? Was seid ihr denn? Ah, da. Ich hab so das Gefühl, es war eine scheiß Idee, in den Aufzug zu gehen. Nur mal so nebenbei erwähnt. Da würde ich gern reingehen. Lass mich da mal bitte rein. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir da drüben. Ich glaube, wir hätten es leichter haben können. Ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube, mit der Hacking-Fähigkeit wären wir jetzt einfach auf der anderen Seite direkt runtergegangen. Hä? Schießt du da durch die Tür? Was bist du für ein Vogel? Das kannst du doch nicht bringen. Die geschlossene Tür schießen, ey. Wo kommen wir denn da hin? Okay, das haben sie wieder nicht mitbekommen, oder wie? Was soll ich denn dazu sagen? Okay. Das haben sie nicht mitbekommen. Nicht mal den Messerwurf. Ach, stirb, du elende Drecksau! Verdammt. Schade, schade. Ich würde sagen, sie wissen, dass wir da sind. Da liegt noch was. Munition. Oh Gott, diese Texturen laden wieder so super assi nach. Wo müssen wir denn lang? Da ist irgendwas. Was ist da? Kann man unten rein? Da unten kann man rein. Wie kommt man nach da unten? Ich will nach da unten. Hallo? Egal. Da geht's runter. Okay, Kommandant. Au, 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 au. Wo ist er? Wo ist denn der letzte Vogel? Keine Ahnung. Wo der sich jetzt rumtreibt. Hey.
Tja. Schön. Habt ihr hier so eine Scanstation, hm? Kann man schon mal machen. Paris frei von erwünschten Personen. Unerwünschten Personen. Laut Gerüchten hat die Geheimdienstpolizei in Paris eine neue Kampagne gestartet. Unsere Quellen berichten, dass die Polizei versucht, die Stadt von, wie sie es nennt, unerwünschten Personen zu befreien. Homosexuellen, Menschen mit fremdem Aussehen, geistig Behinderte und nur einige auf der langen Liste zu nennen. Männer, Frauen und Kinder werden aus ihren Wohnungen geholt, um sie danach verschwinden zu lassen. Vor diesem Wahnsinnigen ist niemand sicher, sagte uns ein anonymer Bürger, der einer Razzia des Regimes entkommen konnte. Flüchten Sie, solange Sie die Gelegenheit. Kugelsichere Computer. Sowas wünsche ich mir auch. So. Gott, diese It-Engine ist ein Scheißdreck, das gibt's nicht. So, was haben wir denn da? Enigma-Code-Fragment. Gut, das war das. Dann war jetzt hier hinten noch irgendwas, ne? Boah. Bisschen Rüstung. Bauen uns auch aus allen möglichen Rüstungen zusammen, ne? So wie es scheint. Ach, der Kommandant wäre hier hinten drin gewesen. Ja, das wäre eh schwer gewesen, den zu finden. Aber okay. Was haben wir hier noch? Medipack. Da ist auch noch irgendwas. Da auch noch. So, wo ist der Fragezeichen? Im Auto, hä? Huh? Ah ja. Gut, gut. Und wie kommen wir jetzt an das Zeug ran? Ich meine, ganz offensichtlich ist da hinten noch irgendwas, wo es zu A geht. Mal da außen rumlatschen. Vielleicht kommen wir da lang ran. Ah, da geht's wieder hoch, ne? Hier unten. Ah. Schau an, schau an. Hier ist das Abflussrohr, durch das wir vorhin gesehen haben. I see, I see. Mann, dieses Spiel ist einfach zu dunkel. Sorry, aber... Das mal ganz kurz ein bisschen heller stellen. So. Okay. Was, wieso kann ich denn nicht okay machen? Naja. Bisschen besser. Aber auch nur ein bisschen. Was will ich denn jetzt hier? Da bin ich ja ganz falsch. Kann ich da oben lang? Bringt mir das was? Nö. Ich weiß nicht, warum du mit der Musik schon wieder anfängst. Ist nicht so, als würde dir das was bringen. Es ist nämlich keine Sau mehr da, die darauf reagieren könnte. Nur mal so. So, und jetzt? Aha, nach da hinten. Gott, auch mit dem Aufzug. Na los. Ich will nicht. Ich will erst wissen, was auf der anderen Seite von dem Ding ist. Ich cutte das kurz. Okay, ich befürchte, das kann ich vergessen. Denn das kriege ich nicht mehr hoch. Ich komme da nicht mehr hoch. Das heißt, mir bleibt nichts anderes übrig. Oh, ich hätte vielleicht den Kontrollpunkt nicht laden sollen. Jetzt die Sachen hier wieder zusammen tüten. Tut mir ja leid. Guck mal, das ist schon der Knopf, ne? Ja, da will ich noch gar nicht hin. Hab wieder verkackt, hab ich's. Sowas aber auch. Ich hätte vielleicht nicht... was mit dem Kontrollpunkt, ne? So eine Sache.
Ganz ehrlich, ich bin gerade echt nicht sonderlich zufrieden mit der Aufnahmequalität. Das Spiel läuft so super flüssig, wenn ich nicht aufnehme. Das glaubt ihr gar nicht. Wahrscheinlich glaubt ihr es wirklich nicht. Aber... ja. Irgendwie lässt sich daran gerade wenig drehen. Muss mal irgendwie das Aufnahmemedium wechseln. Dann habe ich da vielleicht bessere Chancen. Ist ja auch egal, wir müssen jetzt den Aufzug hochschicken, damit wir daran kommen. Ich befürchte tatsächlich, dass ich so dumm war und mir den Fehler erlaubt habe, eine Rüstungsverbesserung nicht mitzunehmen. Weil das wahrscheinlich das Teil hier ist, was da noch auf der anderen Seite liegt. Und ich weiß nicht, ob ich da noch hinkomme. Das kann ich leider nicht sagen. Ich meine, ich komme jetzt wieder nach oben, aber leider an der falschen Stelle. Oh, ihr geht mir auf die Nerven. Kommt her. Die Deckung kannst du dir auch sparen. Sag mal. Was bist du für eine feige Sau? Jetzt einfach deine Kollegen vorne sterben und hinten, du bleibst hinten stehen, oder wie? Kommen wir denn da hin? Was seid denn ihr für Feiglinge? Unglaublich. So. Naja, geht's uns ja wieder halbwegs ordentlich. So, was haben wir hier? Ein bisschen Helme. Ah, da komme ich nicht durch. Da haben wir noch einen Helm. Machen wir da auf. So, über den westlichen Bereich. Gut, aber ich gehe jetzt erstmal nochmal hier runter. Ihr erinnert euch dran, das war der Weg, den wir hätten gehen können, wo auch noch das eine Geheimnis offen ist. Wo auch immer das rumliegt. Das muss nämlich hier sein. Ja, genau, und da habe ich es nämlich gesehen. Seht ihr? Und das hätten wir nämlich jetzt verpasst. Und ansonsten halt noch ein bisschen Munition und bisschen Rüstung, was auch nie schadet. Ah, voll mit Rüstung. Oh, Scharfschützengewehrpatron. Ja, ja. Nee, das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Also gut. Was ist das? Noch ein Zettel. Regierung hat mit Regime kooperiert. Eine Quelle in Rosenbad gab gestern bekannt, dass die Regierung während des Krieges insgeheim mit dem Regime zusammengearbeitet hat. Angeblich sollen wir neutral sein, sagte der Informant während eines Gesprächs mit unserem Berichterstatter. In Wahrheit jedoch haben sie die politischen Dissidenten von der Geheimpolizei des Regimes entfernen lassen. Das Institut für Völkerbiologie an der Universität hier in Uppsala führt seit langem auf der Ideologie des Regimes basierende Forschung durch, darunter die Vermessung und Katalogisierung der Schädelgrößen des Volks der Samen. Oh Mann, ey. Immer wieder drücke ich Escape. Ich werde es, glaube ich, nie lernen. Okay. Jetzt sind wir hier. Jetzt gucken wir aufs Kärtchen. Und jetzt laufen wir nämlich hier durch. Okay. Gucken wir mal. Die Straße ist nicht sicher. Regime, Leute, erschießen Sie sie. Ja, ja. Mach ich. Muss aber erst mal gucken, wo die Regime-Leute sind. Kann ja nicht einfach raten, oder? Wobei. Naja, siehst du, Kommandanten werden mehr auf der Karte angezeigt. Das ist da drüben einer. Aber ich geh erst mal gucken, was hier ist. Da haben wir nämlich auch noch jemanden.
schön mit dem Murfmesser ausgeschaltet. Oh shit. Jetzt wird's ungemütlich. Wow, what the? Wo kommt denn der Kackhund her? Geht's noch? Lass dir auch immer schön wissen, wo ich bin, ne? Wo ist denn dieser blöde Vogel? Ach, das ist da hinten. Irgendwo. Irgendwo da hinten muss der Kommandant sein. Solange es den gibt, haben wir natürlich ein kleines Problem. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen näher ran und suchen uns mal den Kommandanten. Ah, das wird gleich ungemütlich. 20 Lebenspunkte. Mal kurz ein bisschen zwischenfüllen. Wo ist der Kommandant? Wo ist er? Wo? Du brauchst gar nichts mehr. Für dich ist Feierabend. Was heißt, ihr seid unterwegs, Kommandant? Wo denn, hä? Komm, lasst euch hier erwischen. Hier. Jetzt müssen wir es gleich haben. Oh nein! Boom! Haben wir es bald? Tja, jetzt seid ihr alle tot. Das ist meine Aussage, mit der ich leben kann. Ihr wohl nicht. So. Ja, das ging jetzt anders als gewartet, aber immerhin noch gut. Das ist doch das Wichtigste da dran, oder? Hauptsache, es geht gut aus. So. Am Ende zählt, was hinten dabei rauskommt. Wie eine große deutsche Politikerin mal zu sagen pflegte. So, was haben wir hier noch alles? Komm, gib mir euer Zeug. Hab euch ja nicht umsonst erschossen. Also irgendwo ist noch was, ja, genau da drüben in dem anderen Haus haben wir noch was vergessen. Aber hier in dem Häuschen sieht's ganz gut aus. Ich glaube, das sind wir durch. Ein bisschen Munition, ein bisschen Schilde. Ah gut, Rüstung könnte man noch ein bisschen vertragen, so ist es nicht. Aber ich würde sagen, sonst geht es uns eigentlich ganz gut. Dafür, dass wir uns mit den Herren hier ganz ordentlich angelegt haben. So, wie sieht's mit der Knarre aus? Und die hier? Nur nachladen. So. Na, guck mal, da ist doch irgendwas. Was kann man da drin sehen? Oder was kann man da drin machen, besser gesagt? Ach, guck mal, die Brandlöcher kommen gar nicht von mir. Die hat die Drohne hinterlassen. Das heißt, das Loch da ist gar nicht normal da. Da müssen wir einen etwas anderen Weg wählen. Wie ich das sehe. Mal schauen, ob man da noch irgendwo anders reinkommt. Öffnen auf der anderen Seite. Ja, keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Draufschießen?
Nee. So schon mal nicht. Granate. Also zumindest mal nicht die Granaten. Tja. Ne? Das ist ja jetzt mal wieder ungünstig. Das ist jetzt mal wieder reichlich ungünstig. Ich weiß, dass man später noch so einen Schweißschneidebrenner irgendwas bekommt. Aber den haben wir natürlich jetzt noch nicht. Und das heißt, wir können auch jetzt da die Tür noch nicht aufmachen. Ich frage mich halt... Boah. Irgendwas ist da unten aber. Wir sind genau drüber. Laut Kärtchen. Was ist hier irgendwo? Da. Ich will das haben, was auch immer das ist. Okay. Öffnen auf der anderen Seite. Das wird ja auch nicht irgendwie miteinander verbunden sein, dass das ein Tunnel oder so ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir können ja mal reingucken mit dem Scharfschützengewehr. Vielleicht sieht man irgendwas. Nö. Nö, ich sehe da nichts. Schade. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt gar nicht groß lang weiter rum. Ich gehe mal schauen, ob ich das zwischen den Folgen finde, weil die jetzige ist sowieso wieder vorbei. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, auch nicht, dass die Sachen, wo man hacken muss oder sowas, angezeigt werden. Also die Spezialfähigkeit, die wir nicht gewählt haben. Ist ja Hacking. Und dementsprechend wird es da schon irgendeine logische Erklärung dafür geben, wie man da dran kommt. Vielleicht hier über die Scheißhäuser oder so. Naja, wirklich. Ist eins davon ein Tunnel. Uah, 20 Gesundheit aus der Toilette gefischt. Ja, danke auch. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, was uns dann erwartet. Ob wir es dann zum Widerstand schaffen oder ob sich doch noch irgendwelche Hindernisse ergeben. Bis dahin, wie immer, viel Spaß und tschüss.